wir messen in diesem Falle zusammen, sowohl mit einem Masten wie auch mit einem LiDAR-Messgerät, weil es uns diverse Vorteile bietet. Gängige Nabenhöhen von modernen neuen Windkraftanlagen erreichen mittlerweile eine Nabenhöhe von 140 Metern über Grund. Das würde bedeuten, wenn wir auf Nabenhöhe messen wollen, dass wir einen sehr hohen Masten installieren müssten, ungefähr 140 Meter. Oder wir machen es wie in diesem Falle, wir kombinieren einen niedrigeren Masten, in diesem Fall 100 Meter über Grund, mit einer LiDAR-Messung. Das LiDAR-Gerät hat einen Vorteil, es misst bis zu 200 Meter über Grund. In diesem Falle platzieren wir das parallel zu dem Masten und validieren erstmal dieses LiDAR-Gerät, messen also zwei Monate vielleicht parallel. Danach werden wir das LiDAR-Gerät, weil auch das Projektgebiet, in dem geplant wird, sehr groß ist, an andere Stellen, an andere Ecken in diesem Projektgebiet verschieben, um auch dann parallel zu sehen, inwiefern die Windströmungen, die Windverhältnisse sich innerhalb des Projektgebietes nochmal verändern.